Jetzt macht man sich ja wahrscheinlich als Moderatorin immer ein Konzept. Ist das Konzept aufgegangen? Gab es Überraschungen oder Dinge, die Sie so gar nicht erwartet haben? Das Überraschendste war vielleicht, dass das Konzept wirklich im Zeitplan total funktioniert hat. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Überraschend war für mich, dass es sofort gelungen ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich finde, so ein Abend lebt eben davon, dass es nicht ein Dialog ist zwischen demjenigen, der moderiert oder die Abende anleitet und den Teilnehmern, sondern dass die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen. Und das hat total schnell funktioniert, weil man gemerkt hat, die Menschen, die da sind, die haben Lust, wirklich mit anderen über ihren Glauben ins Gespräch zu kommen. Und das fand ich bereichernd und in gewisser Weise auch überraschend, weil das nicht immer der Fall ist. Also vielleicht ein Pluspunkt für die Rheinländer vor Ort. Ja, weil die durchaus gesprächig sind. Genau.